Catherine und ich schauen uns immer mal viele so diese Tierdokumentationen, Dokumentare. Und es ist sehr interessant zu sehen, wie Raubtiere, also nicht nur ein Raubtier, sondern einige Raubtiere, eine ganz besondere Strategie haben, um ihre Beute zu fangen. Und ihr habt es wahrscheinlich auch sehr oft in solchen Dokumentationen gesehen. Ihre Beute sind Tiere, die sich normalerweise in Herden aufhalten. Und in der Herde sind sie dann normalerweise auch sicher. Daher müssen Raubtiere eine isolieren, um erfolgreich zu fangen. Und so ist es ein bisschen auch im geistlichen Sinne. Wir stehen in Gefahr, von der Herde, also der Gemeinde, immer weggelockt zu werden und von geistlichen Raubtieren gefangen zu werden. Und die Frage ist, wie schützen wir uns erfolgreich? Was hält uns zusammen? Und das ist die Wahrheit und die Liebe, laut 2. Johannes. Ja, wenn Gemeinden und Christen in Wahrheit und Liebe bleiben, sind sie sicher. Das ist die Botschaft, die wir heute haben anhand 2. Johannesbrief. Eine Gemeinde soll beide anstreben, wenn sie sicher und gesund sein will. Wir werden lernen, wie Wahrheit und Liebe eben zusammenwirken, sodass wir eine feste, vereinte Gemeinde sind, die sich nicht verführen lässt. 2. Johannes ist unsere Predigtstelle heute. Das ist in euren Bibeln, also die Bibel, die vor euch liegt, auf Seite 261 im hinteren Teil oder auch in den Predigtblättern abgedruckt, die ihr am Eingang bekommen habt. 2. Johannes. Der Älteste an die auserwählte Herrin und ihre Kinder, die ich lieb habe in der Wahrheit, und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben, um der Wahrheit willen, die in uns bleibt und bei uns sein wird in Ewigkeit. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, sei mit uns in Wahrheit und in Liebe. Ich bin sehr erfreut, dass ich unter deinen Kindern solche gefunden habe, die in der Wahrheit leben, nach dem Gebot, das wir vom Vater empfangen haben. Und nun bitte ich dich, Herrin, ich schreibe dir kein neues Gebot, sondern das, was wir gehabt haben von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben. Und das ist die Liebe, dass wir leben nach seinen Geboten. Das ist das Gebot, wie ihr es gehört habt von Anfang an, dass ihr darin lebt. Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in der Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Ich hätte euch viel zu schreiben, aber ich wollte es nicht mit Brief und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden, damit unsere Freude vollkommen sei. Es grüßen dich die Kinder deiner Schwester, der Auserwählten. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich kurz skizzieren, was wir von den Hintergründen dieses Briefs wissen. Es ist nicht so viel, aber einiges können wir rauslesen. Nicht nur in dem Brief, aber auch in der Kirchengeschichte gibt es Informationen dazu. Also der Apostel Johannes wird sehr früh und von vielen Traditionen als der Autor dieses Briefs genannt.
Also davon gehe ich dann aus. Das werde ich voraussetzen. Wer ist oder sind die Empfänger? Das ist eine sogenannte auserwählte Herrin und ihre Kinder. Die meisten Ausleger sehen das als eine Bezeichnung für eine ganze Gemeinde. Also das ist, also die Herrin ist die Gemeinde und die Kinder sind die Gemeindemitglieder in der Gemeinde. Und im Vergleich mit Vers 13, also ganz unten, das scheint auch sehr schlüssig zu sein. Da ist, also der sendet Grüße von einer anderen Herrin, einer, also die Schwester sozusagen. Das scheint dann seine Gemeinde zu sein. Also die Mitglieder seiner Gemeinde sendet Grüße. Viel mehr über diese Gemeinde können wir nicht wissen, außer dass diese Gemeinde in Gefahr steht, von ihr Lehren beeinflusst zu werden. Ja, diese Irrlehrer scheinen falsche Lehre über Jesus bringen zu wollen. Und in diesen Kontext schreibt Johannes hinein. Und für ihn ist ein Festhalten an Wahrheit und Liebe der Schlüssel, um sich vor dieser Gefahr zu schützen. Das wird deutlich in seiner Wiederholung von den Worten Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, also ziemlich oft, vor allem in den ersten Versen, also 5-mal insgesamt. Das Wort Lehre auch und das Wort Liebe. Ja, also das sind Worte, die immer wieder wiederholt werden in dem Brief. Lass uns nun die Botschaft dieses Briefs näher anschauen. Die ersten 3 Verse, da sehen wir, dass die Gläubigen in Wahrheit und Liebe gegründet sind. Das ist der erste Punkt, in Wahrheit und Liebe gegründet. Johannes weist darauf hin, dass Wahrheit und Liebe die Gemeinschaft der Gläubigen eben zugrunde liegen. In Vers 1 drückt er das sehr deutlich aus. Er sagt, er liebt sie in der Wahrheit. Das heißt, seine Beziehung mit der Gemeinde, an die er schreibt, ist von Wahrheit und Liebe geprägt. Und nicht nur über sich selbst schreibt er das, sondern auch über alle anderen, die die Wahrheit erkennen. Das sagt er, ne? Die ich liebe in der Wahrheit und nicht allein ich, sondern auch alle, die die Wahrheit erkannt haben. Also die Wahrheit und die Liebe sind nicht zwei unabhängige Elemente der christlichen Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Ja, wir können oft dazu neigen, sie als zwei unabhängige Sachen zu sehen, ne? Wir betonen manchmal entweder das eine oder das andere und meinen, wir fallen mehr oder weniger auf diese oder jene Seite. Manchmal spielen wir sie sogar gegeneinander aus. Also zum Beispiel heute hört man oft solche Sätze wie die Wahrheit trennt, die Liebe vereint. Das ist eine Sache, die wir so oder in abgeänderter Form oft hören. Aber Johannes zeigt uns schon in diesen einleitenden Worten, dass diese Art und Weise zu denken falsch ist. Ja? Also in Vers 2, schaut Vers 2. Es ist um der Wahrheit willen, dass Johannes sie liebt. Es ist aufgrund der Wahrheit oder wegen der Wahrheit, dass sie in Liebe verbunden sind. Ja, schon am Ende von Vers 1 wird darauf hingedeutet. Ja, diejenigen, die die Wahrheit kennen, lieben euch. Die Wahrheit und Liebe sind eng miteinander verbunden. Ja? Also diese Verse geben uns zu verstehen, dass die Wahrheit die Liebe veranlasst unter Gläubigen. Die Wahrheit führt zur Geschwisterliebe. Ferner, die Wahrheit und die Liebe sind gemeinsam auch die Grundlage für die Gemeinschaft, die die Christen in dieser Gemeinde mit Gott und seinem Sohn Jesus Christus haben. Das sehen wir in Vers 3. Es ist in Wahrheit und in Liebe, dass Gott uns sein kostbares Wohlwollen widerfahren lässt und immer weiter auf widerfahren lassen wird. Wahrheit und Liebe sind quasi die Sphäre, innerhalb deren Gott uns zuwendet und immer zuwenden wird. Also Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Ja? Sie hängen eng miteinander zusammen. Wir könnten uns die Frage stellen, wie
Weil durch die Wahrheit Gottes, wie er sie in seinem Wort offenbart, lernen wir erstens, wer Gott ist, wie er ist und was er will. Ja, durch die Wahrheit lernen wir, wer wir sind als Geschöpfe und dass wir als Sünder uns vor Gott verantworten müssen. Durch die Wahrheit Gottes lernen wir über Jesus Christus, den alleinigen Retter der Menschheit. Durch die Wahrheit Gottes lernen wir über die Versöhnung, die Gott in Jesus Christus wirkt, ja zwischen Gläubigen und sich selbst, aber auch untereinander, also Gläubigen untereinander. Wir lernen durch die Wahrheit Gottes, einander und die Welt anders zu sehen und ja richtig und wahrheitsgemäß zu sehen. Und so gehen wir miteinander wahrheitsgemäß um, ja gemäß Gottes Willen, wie dieser auch in Gottes Gebote zum Ausdruck kommt. Und das wiederum drückt sich in Liebe aus, weil Liebe die Summe aller Gebote Gottes sind. Und nicht nur aber das, sondern wir haben für uns in Gottes Wort auch sein Wesen geschildert, ja seine Gnade, seine Barmherzigkeit, wie er mit seinen Kindern umgeht und so weiter. Wir lernen von ihm und werden somit selber mehr und mehr in sein Ebenbild verwandelt. Und weil Gläubige alle diese Wahrheit gemeinsam haben, haben sie ein gemeinsames Fundament. Deshalb sind sie in Liebe verbunden, in Liebe vereint. Ich hoffe, ihr seht, wie Wahrheit und Liebe eng zusammenhängen. Die Wahrheit veranlasst bzw. sie führt zu Liebe unter Gläubigen. Ja, wenn man so will, könnte man sagen, die Wahrheit schafft die Gemeinschaft. Sie schafft die Einheit unter Christen. Sie macht liebevolle Gemeinschaft erst möglich. Und wenn du heute hier bist und Teil dieser Gemeinschaft in Christus werden willst, bitte sprich uns an, sprich jemand, der dich mitgebracht hat, oder ich werde am Ende des Gottesdienstes auch an der Tür stehen. Wir würden sehr gerne, dass wenn du mehr über den christlichen Glauben wissen willst, dass du auch weißt, wie man Teil dieser Gemeinschaft werden kann. Du kannst auch die Wahrheit und Liebe Gottes ganz persönlich kennenlernen. Die allermeisten von uns hier kennen diese Wahrheit, sie kennen die Liebe Gottes und ihr seid darin deshalb gegründet. Und ich preise den Herrn dafür und ich hoffe, ihr wisst, was für ein Privileg das ist. Das ist das Fundament unserer Gemeinschaft. Wer die Wahrheit kennt, liebt die Gläubigen. Und wer richtig liebt, liebt gemäß der Wahrheit. Ja, wenn wir mehr und bessere Gemeinschaft suchen, wenn wir echte Einheit unter uns wollen, brauchen wir eben mehr Wahrheit und Liebe. Das ist, was die Verse 4 bis 6 lehren. Da kommen wir zu unserem zweiten Punkt. In Wahrheit und Liebe wandeln. Erstens freut sich Johannes sehr, dass die Gläubigen, an die er schreibt, in der Wahrheit wandeln. Das macht er in Vers 4 klar. Ja, dabei sagt er, dass das ein Gebot Gottes ist. Ja, sie tun recht, wenn sie nach Wahrheit streben. Das ist der Wille Gottes. Und mit dem Wort wandeln macht Johannes deutlich, dass es nicht nur um bloßes intellektuelles Wissen geht, es ist ein Lebensstil. Die Wahrheit ist nicht nur Kopfwissen, sondern es prägt auch, wie sie leben. Und Johannes stellt fest, dass das der Fall bei diesen Christen ist und er lobt sie dafür. Aber sie sollen nicht dabei stehen bleiben. Schaut mit mir Vers 5. Dem Gebot nach Wachstum in der Wahrheit zu streben, ist das Gebot in Liebe zu wandeln beigefügt. Und das ist nichts Neues, was er ihnen gebietet. Das ist eine Erinnerung, sagt er.
Eigentlich wissen sie das schon, von Anfang an. Das Gebot zu lieben ist genauso fundamental wie das Gebot, in der Wahrheit zu wandeln. Hier sehen wir, dass Gemeinden und Christen gut daran tun, wenn sie sowohl in Liebe wie auch in Wahrheit wachsen. Während wir in den ersten Versen gesehen haben, dass die Wahrheit die Liebe veranlasst, sehen wir hier, dass ein Wandel in der Wahrheit ohne Liebe eine unvollständige Sache ist. Ja, da fehlt was. Wenn wir meinen, wir kennen die Wahrheit, aber vernachlässigen das Liebesgebot, da läuft was schief. Da haben wir die Wahrheit nicht richtig erkannt. Es ist wie ein Mensch, der hinkt. Da ist etwas Ungesundes. Man könnte jetzt die Frage stellen, okay, wie wachsen wir dann in der Liebe, wenn uns an Liebe mangelt? Schaut Vers 6. Hier wird die Liebe definiert. Er sagt, es ist ein Wandeln in Gottes Geboten. Das heißt, sei gegründet in den Geboten. Sei gegründet in der Wahrheit. Wir lieben nicht mehr, indem wir die Wahrheit dann weniger betonen oder indem wir uns weniger die Wahrheit Gottes anschauen. Wir lieben mehr, indem wir die Wahrheit anhand der Gebote Gottes besser kennen, ja, sie verinnerlichen und danach leben. Wie funktioniert das? Jesus und auch Paulus lehren, dass das ganze Gesetz in einem Wort zusammengefasst werden kann. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja, das sind ganz viele Stellen, die darauf hinweisen. Ich habe mindestens 3 gefunden. Das heißt, die einzelnen Gebote sind auf dieses Ziel der Liebe gerichtet. Ja, die konkreten Gebote zeigen uns, wie konkrete Liebe aussieht. Ihr könnt später als Hausaufgabe die 10 Gebote durchlesen und versucht euch vorzustellen, wie die Welt aussehen würde, wenn alle danach leben würden. Diese Welt wäre viel besser, viel liebevoller. Ja, die Gebote Gottes fördern die Liebe. Wenn wir die Gebote kennen und danach leben, es ist absolut liebevoll. Und es ist absolut liebevoll, auch wenn wir einander ermutigen, in Gottes Geboten zu wandeln. Denn damit wollen wir das Beste füreinander. Ich möchte euch 2 Beispiele geben. Beispiel 1. Viele sagen heute, dass die biblische Sexualethik einengend ist. Sie hindere die Menschen, sich sexuell auszudrücken, wie sie wollen. Sie sei deswegen lieblos. Aber tatsächlich will die biblische Sexualethik uns vor viel Schmerz und Leiden schützen, ja, die missbrauchte Sexualität mit sich bringt. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel: Manche empfinden es als lieblos, wenn Geschwister sie mit ihren Sünden konfrontieren. Deswegen praktizieren auch viele Gemeinden keine Gemeindezucht. Nun, es ist mir klar, man kann natürlich auf falsche Weise konfrontieren. Ja, mit Stolz, herabwürdigend, verachtend, das ist falsch. Aber eine sanftmütige, demütige Konfrontation, die darauf gerichtet ist, die Person vom falschen Weg zurückzubringen, ist sehr liebevoll. Denn wir wollen das Beste für diese Person. Die Gebote Gottes sind nicht gegen die Liebe. Sie lehren und ermöglichen uns erst recht zu lieben. Das heißt, erst wenn wir die Gebote Gottes ernst nehmen, sind wir in der Lage, richtig zu lieben. Wollen wir also mehr lieben? Dann lerne Gottes Gebote tiefer kennen. Lerne Gottes Wahrheit tiefer kennen.
Das wird uns informieren, wie wir Menschen besser lieben können. Und je mehr wir einander lieben, werden wir die Wahrheit Gottes mehr und mehr weitergeben wollen. Denn wir wissen, dass das das Beste ist, was unseren Geschwistern geben können. Ich hoffe, ihr merkt, wie Wahrheit und Liebe auch hier zusammenhängen. Wie das eine das andere fördert und wie eine ohne die andere nicht wirklich möglich ist. Deswegen streb nach beiden, wachst in beiden, wandle in Wahrheit und in Liebe. Nun, warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, in Wahrheit und Liebe zu wandeln? Verse 7 bis 11 zeigen uns. Da kommen wir zu unserem dritten Punkt. Geschützt vor Verführen durch Wahrheit und Liebe. Das Bindewort den, gleich am Anfang von Vers 7, ist sehr wichtig. Das zeigt uns, dass alles, was Johannes bisher gesagt hat, wird durch das, was folgt, begründet. Ja, das ist so quasi der Anlass, warum er das Ganze schreibt. Die Christen sollen in Wahrheit und Liebe wandeln, weil viele Verführer da draußen sind. Viele Irrlehrer da draußen sind. Und wir haben hier in Vers 7 einen Hinweis, was diese Irrlehrer gelehrt haben. Sie verneinten scheinbar, dass Jesus Christus echter Mensch war, dass Jesus in Fleisch gekommen ist, wie das steht. Und das scheint eine Frühform einer Irrlehre gewesen zu sein, die damals die Anfänge hatte und dann später die Kirche wirklich geplagt hat. Das ist die gnostische Irrlehre. Und es war komplizierter, als nur in einem Wort zusammenzufassen. Aber sie glaubten teilweise, dass Jesus Christus nicht wirklich in der Fleisch gekommen ist. Also, dass die Fleischwerdung nicht wirklich real war. Ja, es ist eine Irrlehre, die sehr viel von griechischer Philosophie beeinflusst wurde, also eine zeitgenössische Philosophie. Und die Kirche damals stand in Gefahr, eben von zeitgenössischen Einflüssen verführt zu werden. Und für viele fiel es damals schwer zu glauben, dass ein perfektes Wesen sich mit der materiellen Welt vermischen könnte. Ja? Also das ist die philosophische Denken, die sie damals hatten. Ja? Also geistige Welt und materielle Welt, so anders, die können nicht miteinander vermischen. Also das war das Denken von Leuten damals und dieses Denken kam in die Gemeinde hinein. Heute sind es nicht diese Denken, die wir haben, oder nicht viele, also vielleicht gibt es diese Denken noch, aber ich glaube, es sind andere philosophische Voraussetzungen, die uns heute sehr prägen und sehr beeinflussen und die auch den Weg in die Gemeinde finden können. Heute wird eher von falschen Lehren gelehrt, dass Jesus nur Fleisch war. Also damals, dass Jesus nicht Fleisch sein könnte, heute, dass Jesus nur Fleisch war. Also die Gottheit Christi wird verleugnet. Andere falsche Lehren über Jesus sind zum Beispiel, also Jesus wird dem Gott des Alten Testaments gegenübergestellt, als wären sie nicht einig. Oder Jesus wird Mose und Paulus gegenübergestellt, als widersprechen sie einander. Das sind so Irrlehren, die wir über Jesus heute hören. Und natürlich gibt es viel mehr falsche Lehren in anderen Bereichen. Das ist nur in Bezug auf Jesus. Aber egal, was sie sein mögen, sind sie da, diese Irrlehren, diese falschen Lehren. Die sind sehr aktiv. Und für manche wirken sie sehr überzeugend. Vor allem, wenn wir nicht aufpassen. Vor allem, wenn wir nicht in der Wahrheit gegründet sind. Wir tun gut daran, uns davor zu schützen. Johannes warnt Christen hier eindringlich davor. In Vers 8 sagt er, er redet davon, dass Verführte viel zu verlieren haben. Falsche Lehre ist nicht harmlos. Falsche Lehre ist gefährlich. Ja, manche würden behaupten, es ist nicht schlimm, wenn man nicht alles richtig glaubt, solange man aufrichtig ist. Das hört man immer mal wieder. Nun,
Natürlich, wir kennen alle nur Stückwerk. Und keiner hat die ganze Wahrheit begriffen. Das ist mir klar. Wir müssen alle in Erkenntnis wachsen. Aber worum es mir hier geht, ist eine lässige, nonchalante Haltung in Bezug auf die Lehre, bei der wir meinen, es sei nicht so wichtig, was wir glauben, solange es ehrlich ist. Und wir finden damit ab, uns damit ab. Diese Haltung ist sehr ungesund, was unser geistliches Wohl betrifft. Es öffnet eben die Tür, dass wir verführt werden. Es ist nämlich nicht egal, was wir glauben. Falsche Lehre ist wirklich wie ein Krebs unter Christen in Gemeinden. Es tötet geistliches Leben. Lass uns also auf die Warnung von Johannes achten. Er will, dass Christen bestehen, ja, sagt in Vers 8, den vollen Lohn empfangen. Wie denn? Wie können wir bestehen? Wie können wir diesen vollen Lohn empfangen? Nun, die grundsätzliche Antwort hat er ja schon gegeben. In Wahrheit und Liebe gegründet sein, in Wahrheit und Liebe wandeln. Ja, das haben wir schon bedacht. Denn die Wahrheit zu kennen und in ihr zu wandeln, heißt auch Lügen zu erkennen und sie zu verwerfen. Und dann in der Liebe zu wandeln, heißt, dass wir aufeinander achten und einander ermutigen, auf Gottes Wege zu gehen, weil wir nicht wollen, dass irgendeiner von uns auf Abwägen geraten. Ja, so Wahrheit und Liebe ist schon die Antwort. Und in Vers 9 liefert uns Johannes einen weiteren konkreten Hinweis, wie wir die Verführer und Irrlehrer erkennen. Das sind diejenigen, die nicht in der überlieferten Lehre Christi bleiben, sondern darüber hinausgehen. Ja, das heißt, das sind solche, die neue Gedanken über Jesus Christus und sein Evangelium bringen. Wir sind sehr oft auf Neues gerichtet, ne? Und in vielen Bereichen ist das auch völlig okay, aber nicht in Bezug auf Gottes Wort, nicht in Bezug auf Christus und sein Evangelium. Da müssen wir bei dem alten, überlieferten Glauben bleiben. Ich habe einmal eine Predigt mit ein paar anderen gehört, die sehr klar von dem biblischen Glauben entfernt war. Es ging bei dem Prediger ganz offensichtlich nicht darum, den eigentlichen Sinn des Textes zu verstehen, sondern er las eine bestimmte zeitgenössische Idee in den Text hinein. Ihm schien ganz bewusst zu sein, was er macht. Ich glaube, der hat das sogar gesagt, wenn ich in Erinnerung habe. Es war egal, was der Text eigentlich sagen wollte. Er wollte was Neues reinbringen. Und ihr Lieben, ich habe die Befürchtung, dass manche Christen das ganz interessant und attraktiv finden. Aber seid gewarnt. Ich glaube, diese Gefahr ist besonders unter Jugendlichen und Kindern präsent. Ich freue mich sehr, dass es Kinder und Jugendliche hier sind. Und ich möchte euch einfach ermutigen. Ja? Also Neues ist oft cool, aber nicht immer gut. Was den Glauben betrifft, bleibt bei dem, was ihr von euren Eltern oder Kindergottesdienstmitarbeiter gehört habt. Johannes gibt uns hier ein Lackmustest. Wahre Christen und gute Lehre bleiben bei der überlieferten Lehre. Ja, wahre Christen sind, was theologische Wahrheit betrifft, konservativ. Ja, das sehen wir in Vers 9b. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Es sind übrigens nicht nur Kinder und Jugend, die das hören müssen. Ich glaube, wir alle müssen das hören. Deshalb duldet falsche Lehre nicht. Das sagt Johannes ganz deutlich in den Vers 10.
In diesem Fall ging es um Gastfreundschaft, die Art und Weise, wie die Menschen damals das geduldet haben. Er sagt, nehmt solche Leute nicht auf. Wir können das aber breiter anwenden. Habt keine Gemeinschaft mit solchen. Unterstützt sie nicht. Unterhaltet euch nicht mit ihren Gedanken. Lasst sie keinen Fuß in der Tür haben. Denn wir werden zur Verantwortung gezogen, wenn wir falsche Lehre dulden. Schaut Vers 11. Wir müssen nicht dahin kommen, dass wir selber diese falsche Lehre verbreiten. Es reicht, wenn wir solche, die das verbreiten, unterstützen. Wenn wir sie unter uns erlauben. Liebe Gemeinde, das ist nicht nur eine Ermutigung für euer persönliches Leben, dass ihr quasi von falscher Lehre fernbleibt, das ist auch eine Einladung. Wenn ihr merkt, dass irgendein Lehrer auch in dieser Gemeinde etwas lehrt, das irgendwie nicht passt zu dem, was ihr sonst wisst, sprecht das an. Fragt bei dem Lehrer nach, also bei dem Prediger nach, wenn etwas unklar war. Und in den allermeisten Fällen werden es Sachen sein, die nicht neu sind, aber ihr habt sie einfach noch nie gehört. Dann habt ihr eine Erkenntnis gewonnen, super. Das ist auch schön. Aber wenn ihr nach diesem ersten klärenden Gespräch merkt, das klingt weiterhin wie eine ungewöhnliche neue Lehre, fragt weiter. Ja, bei den Pastoren, bei den anderen Ältesten, wenn es eine von den Pastoren betrifft. Denn keiner von uns steht über Gottes Wort. Gesunde Gemeinden geraten schnell auf Abwägen, wenn falsche Lehre und falsche Lehrer von den Mitgliedern geduldet werden. Wir stehen alle in der Verantwortung. Lass uns, liebe Gemeinde, so fest in der Wahrheit und in der Lehre Christi sein, dass falsche Lehre nie Platz unter uns findet. Das ist ein Liebesdienst allen gegenüber. Denn ihr schützt einander so vor der Gefahr der Verführung. Und dabei ist eine Sache besonders hilfreich. Dazu kommen wir zu den letzten zwei Versen, 12 und 13. Wahrheit und Liebe in persönlichen Begegnungen weitergeben. Es wäre leicht, diese letzten zwei Verse einfach zu überfliegen, weil es der Briefschluss ist. Aber ein Aspekt ist hier sehr relevant in Bezug auf Liebe und Wahrheit unter Gläubigen. Schaut, was Johannes in Vers 12 sagt. Er sagt, er hätte viel mehr zu sagen oder zu schreiben, aber ihm ist lieber, das in der persönlichen Begegnung zu machen. Das ist seiner Meinung nach besser und das bringt ihm auch mehr Freude. Und ich glaube, hier wird der Wert von der persönlichen Begegnung unter Gläubigen betont. Die schriftliche Kommunikation war in diesem Fall notwendig, weil er zu dieser Zeit nicht bei ihnen sein kann. Aber seine Präferenz ist, anwesend zu sein und mündlich mit ihnen zu reden. Und obwohl er sich über sie aus der Ferne freuen kann, also in Vers 4 hat er schon gesagt, ich freue mich zu hören, wie es euch geht. Er sagt hier, dass er sich noch mehr freut, wenn er die Möglichkeit hat, sie persönlich zu erleben. Ja, damit meine Freude voll ist, sagt er. In anderen Worten, ihm ist Liebe, Wahrheit und Liebe persönlich weiterzugeben. Ihr Lieben, hier können wir sehen, da ist wirklich kein Ersatz für persönliche Begegnung. Natürlich, manchmal geht es einfach nicht. Manchmal erlauben uns die Umstände das nicht. Aber ist das unser Wunsch? Suchen wir die persönliche Begegnung. Denn die persönliche Begegnung macht es einfacher, Wahrheit weiterzugeben und um Liebe zu zeigen. Und das kann ich bestätigen. Es ist viel einfacher, Menschen irgendwas persönlich zu erklären, als durch E-Mails.
habe ich immer Schwierigkeit. Ja, selbst durch Telefon ist nicht ganz ideal. Und was Liebe betrifft, ist es noch schwieriger, sie aus der Ferne zu zeigen. Wir können nicht für Menschen da sein, wenn wir nicht da sind. Also, liebe Geschwister, es ist gut und erstrebenswert, die Begegnung mit euren Glaubensgeschwistern zu suchen. Dadurch könnt ihr wirklich besser, also qualitativ besser, Wahrheit und Liebe erleben und auch weitergeben. Und viele tun das. Ja, ich rede auch hier zu Leuten, die präsent sind. Das freut mich auch, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass ihr nicht nur sonntags regelmäßig da seid. Ich freue mich, dass so viele von euch Hauskreise habt. So viele von euch kommen in die Bibelstunde. Auch ihr Kids, dass ihr häufig, also dass ihr teilnehmt an Jungscha, Teamkreis, biblischer Unterricht. Einige haben sogar Zweischaften und sind in Jüngerschaftsbeziehungen. Das ist super, das ist wunderschön. Bleibt dabei. So können wir einander konkret lieben, so können wir aufeinander besser achten, so können wir einander in der Wahrheit ermutigen. So können wir als Gemeinde in Wahrheit und in Liebe wirklich gefestigt sein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr, dass wir die Wahrheit und die Liebe von dir bekommen haben. Herr, wir danken dir, dass du uns darin gegründet hast und dass du uns durch deinen Geist uns darin auch festigen willst. Herr, hilf uns danach zu streben, eben weiter in der Wahrheit und in der Liebe zu wandeln. Und Herr, in einer Zeit, wo so viele verwirrende Lehren unterwegs ist, so viel Verführung da ist, sei es in der Schule, in der Arbeit, in den Medien, aber auch leider unter Christen, dass du uns so festigst in der Wahrheit und in der Liebe, sodass wir erkennen, was eben nicht von dir kommt und dass wir auch aufeinander achten, weil wir das Beste füreinander wollen. Bitte hilf uns, darin zu wachsen, darin zu wandeln. Zu deiner Ehre und zu unserem Wohl. Amen.